Wiederholungstäter. Aber mir entkommt ihr nicht. Hey, schon wieder so ein bunter Zettel. Sorry, Schwester, aber von den matten Pastelltönen habe ich jede Menge. Siehste? Hast du nicht eine Leuchtfarbe? Irgendwas, was blind macht? Nein, ich habe nur diese Ausführung. Na, dann kommst du eben wieder, wenn du was Cooleres am Start hast. Wir warten. Keine Angst, Polly, wir schlagen hier irgendwie noch eine Weile Wurzeln. P27 an Zentrale, Beschlagnahme mit schwerem Gerät in 4813A. Und zwar je schneller, desto besser. Jetzt werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Oh, also irgendwie hast du unseren Bus abgezogen, du... Klauerin! Ihr müsst nur eure Strafzettel bezahlen, dann bekommt ihr euren Schrotthaufen wieder zurück. Es sind ja nur $300.000. Wenigstens haben wir unsere Glotze noch. Willkommen bei TV Fatal. In unserer gnadenlosen Gameshow haben Sie die Chance auf $300.000. Hier winkt das schnelle Geld. Reich, reicher, am reichsten. Alter, wir werden reichlich reich. Nee, aber wir kriegen unseren Bus wieder. Genau, das habe ich ja auch gemeint. Willkommen bei TV Fatal, präsentiert von den Metzgern in Scharfs Schlachthof. Begrüßen Sie bitte unseren ersten Kandidaten, mein Bruder Gene, der Bleistiftknacker. Und hier sind seine heutigen Gegner, Gigstar und Slacks, die X-Ducks. Beruhigt euch, Mädels, Sie haben ja noch nicht gewonnen. Und jetzt wollen wir sie erstmal richtig zum Schwitzen bringen. Ihre erste Aufgabe ist ein Lauf über heiße Kohlen. Hey, das ist aber volle Kanüle, unfair. Na und, da müsst ihr durch. Achtung, fertig und los. Extreme Kurzsurfing. Palim, Palim. Wer glaubt denn da? Der heiße Kohlenmann. Wow, heiße Kohlen sind wirklich tierisch heiß. Wie ist das Wasser? Das was? Das Wasser. Ist die Temperatur okay? Richtig fluffig. Ach, das freut mich, wenn es beim Mittagessen gut geht. Ekel! Cool! Hey, Alter, der Hai schiebt sich gerade deinen Bruder zwischen die Kiemen. So was kann passieren. Wir sind gleich wieder da, nach der Werbung. Und nun kommen wir zu unserer zweiten und wichtigsten Aufgabe. Der Sumpf des Todes. Unsere Kandidaten müssen dabei lediglich dem Krokodil ein Mützchen aufsetzen. Seid ihr bereit? Ja, 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 ja. Und ist das Krokodil auch bereit? Wie niedlich. Und jetzt geht's los. Oh nein, nicht das Mützchen! Und jetzt nicht bewegen! Und nun zu unserer nächsten Aufgabe. Begrüßen Sie unsere kleinen Freunde, die Piranhas! Ja! Pardon, ich hab da ein Problem. Meine Freundin hat mich im Fernsehen gesehen. Sie sagt, mit dem Mützchen sehe ich aus wie ein Schwachkopf. Sie hat mit mir Schluss gemacht. Und was hab ich damit zu tun? Naja, mit einer kleinen finanziellen Entschädigung wird's mir schon besser gehen. Sagen wir mal $100.000. Oder ich sag allen, dass die Show hier Betrug ist. Okay, na gut, und jetzt raus hier. Hey, danke, finde ich echt korrekt von Ihnen, Großer. Ciao. So, Leute, wie wär's mit einem Riesenapplaus für die Piranhas? Und los! Los, mach schon los! Schön mit Ö! Wetter! Ich seh die Sinn! Wir haben aber nichts für euch! Mach keine U-Bahn, jetzt bist du fällig! Wir haben unsere X-Ducks wohl verloren. Nun zu unserer nächsten Aufgabe. Das könnte schmerzhaft werden. Wirklich sehr hübsch. Und sind die Kandidaten bereit? Es geht um einen Bungee-Sprung über die heiße Lava. Und zwar ohne Berührung.
Na sowas, das Bungee-Seil ist fast ein bisschen zu lang. Zieht nicht hoch, das ist doch viel zu heiß. X-Dax, 2 Punkte. Jean, 2 Punkte. Aber diese letzte Aufgabe sollte Jean den Sieg bringen. Der große Sprung, wer ihn überlebt, gewinnt. Die X-Dax springt zuerst. Wenn sie abstieren, hat mein Bruder gewonnen. Viel Glück, ihr halben Hähne. Hey, warum springen wir nicht zusammen, Trompetennase? Nein! Ich mach jetzt mal eine Ziehung. Nun, das ist ja wirklich schade für Jean. Aber hier sind unsere Gewinner. Los, fahr die Cola an, Mann. Na schön, wie ihr wollt. Sag mal, will der uns ablenken? Wo ist denn der Rest? Nun, wir hatten Ausgaben für Krankenkassen, Versicherungen, Spesen und Kostensteuern. Ach ja, das hätte ich doch fast vergessen. Hier ist doch eine offene Zahnarztrechnung in Höhe von $65.000. Ich nehme auch einen Scheck. Ja, aber so viel Kohle haben wir... Gar nicht auf Tasche. Na ja, Freunde, ihr könntet ja bei unserer nächsten Ausgabe wieder teilnehmen. Hallo und herzlich willkommen bei TV Fatal. Unsere erste Aufgabe heute ist die menschliche Kanonenkugel. Sind die Kandidaten bereit? Die X-Dax werden in eine Ziegelmauer geschossen. Und wenn sie das nicht überleben... Hey, Alter, wir sind die Besten. Ja, irgendwie schon. Feuer!